Und damit hallo. Herzlich willkommen zurück zu Valheim. Auf der Suche nach einem Sumpfgebiet. Den Urhelden haben wir ja schon, den hier. Ja. Ich dachte, ich hätte gerade einen Raben gesehen. Hätte ich jetzt eiskalt gesagt, da guckt er aber ganz schön spöttisch. Also, immer noch auf der Suche nach einem wunderschönen Sumpfgebiet. Aber bis jetzt haben wir leider das große, große Pech, nicht zu finden. Jedenfalls in der Hoffnung, ein Sumpfgebiet zu finden, was in der Nähe ist. So. Aber gut, trotzdem gut zu wissen immer noch, dass da ein Schneegebiet ist für das weitere Vorgehen. Aber diesmal fangen wir sehr ruhig an. Hoffentlich, jedenfalls. Wäre ja doch schön, wenn es dann mal ein bisschen ruhig anfängt und dann, ja. Wir haben gerade auch echt nicht das Glück, was der Wind dann. Boah, jetzt kann ich mal. Dieser Wind macht mich jetzt schon fertig. Wir sind nicht mehr bei zwei Minuten Aufnahme. Guck mal, eine schicke Insel ist das hier. Also wirkt auf jeden Fall so, das hier. Drehen wir mal ein bisschen bei. Ich will mal in diese Richtung fahren. Ich will mal gucken, was wir hier drumherum haben. Warte mal. Ne, wir fahren einfach da lang. Ich will wissen, einfach das kurz aufgedeckt haben, damit ich weiß, okay, da ist was. Weil. Dann haben wir es einfach schon auf der Karte, aber das kann man ja jetzt schon von Weitem sehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also ich sehe da hinten auf jeden Fall schon einen Berghang. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass da ein Berg ist. So ein Schneebiom. Aber ich würde es gerne einen auf der Karte haben. Was haben wir denn dabei? Ja. Es lässt sich damit arbeiten, aber ist jetzt keine Pflicht. Oh, es ist schön, dass er trotzdem weiterfährt. Ist das ein kleines Stück Land, oder? Ich glaube schon, dass das kleine Stück Land ist. Das sieht aber irgendwie aus wie so eine Mini-Schildkröte, ne? Ah gut, Mini-Schildkröte ist etwas untertrieben. Aber das habe ich auch noch nicht erlebt, so mitten nirgendwo, mitten auf dem Meer. Das Ding. Die ganzen Spiele, die ganzen 200 Stunden, die ich in diesem Spiel schon habe, habe ich das noch nicht erlebt. Da ist wieder dunkler Wald. Das Ding dabei ist, hier wäre unser Heimatort. Man müsste halt tatsächlich überlegen, wenn wir jetzt doch ganz zufällig einen so finden würden, dass wir da zwar trotzdem ein Portal hinbauen, aber
Man muss dann halt echt mal schauen, wo wir es hinbauen. Habe ich eigentlich jetzt endlich meine Kennung angegeben? Nee. Oder? Nee, nur Portal. Na gut, das bringt uns nicht hier. Auf jeden Fall ein schöner Berg, das kann man schon mal sagen. Heißt, wir haben da vielleicht gut die Möglichkeit, Silber zu finden. Da sprechen jetzt einfach nur die Erfahrungen aus dem Multiplayer, wo wir natürlich um einiges weiter sind. Weiter waren, das ist ja jetzt eingeschlafen leider. Leider. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Na komm, ein bisschen mehr zu sehen hier vom Land, dann können wir nämlich wieder hier Produkte finden. Dann würden wir nämlich einfach genau so hier in diese Richtung fahren, mal gucken, was wir da so finden. Markieren wir das einfach mal. Land, ganz einfach. Ja, das wird ganz ruhig und entspannt und ich sehe da vorne schon wieder eine Bergspitze. Aber an sich, hoffe es geht euch gut. Ich bin ein bisschen erkältet tatsächlich. Jedenfalls sagt meine Nase mir das. Klar, hier haben wir auf jeden Fall Glück im Wald, aber ich hatte die Frage, was haben wir hier? Ich bezweifle, dass das hier einfach nur mehr ist. Aber wenigstens kann man jetzt nicht sagen, wir haben wenigstens und vor allem wenigstens, ja, um Gottes Willen, wir haben ruhige Fahrt. Kein Sturm, nichts. Es ist der Wahnsinn. Gottes Willen, das ist ja ein richtiger Schneebiom. Ja, damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Wir drücken mal in die Richtung ab. Mehr geil, das wäre ja richtig, das wäre voll bombastisch, ja. Wir haben da, also, da kann ich jetzt schwer zeigen. Also, ne? Ihr seht das ja auf der linken Seite, diesen riesigen Berg. Wenn daran jetzt noch ein Sumpf grenzt, boah, Schockgüsel ist dann. Dann ist es richtig geil. Weil dann brauche ich mir nur ein Portal setzen, weil wir haben einen Sumpf, dann haben wir den riesigen Medium. Boah, Halleluja. Lass mir da ein Sumpf sein oder ein dunkler Wald. Dann baue ich da ein Portal hin, dann habe ich wenigstens schon mal gleich vorgesorgt dafür, dass, falls wir ein Schneebiom wollen, wissen, wo wir hin müssen. Und das wäre auch nicht so weit weg, dann könnte man einfach am Anfang einfach hier runterschippen und wäre dann auch erstmal wieder zu Hause. Und vor allem, die Sache ist auch die, dass ich dann zu Hause auch ein paar Sachen noch machen wollen würde.
Cool. Das wollte ich gar nicht. Egal. Wir gehen mal kurz hier an Land. Ich will mir das mal angucken, wie das da aussieht. Wenn. Das könnte geil werden. Selbst wenn es nur darum geht, einfach ein Portal zu bauen. Und guck, oh, es ist ja der Wahnsinn. Hier haben wir gleich sogar schon ein Häuschen, die wir für uns benutzen könnten. Das wäre natürlich richtig geil. Na! Du kannst gut da bleiben. Ein fliegender Stein. Das ist der Stein der Weisen. So. Hallo. Erstmal gleich natürlich alles anschauen. Ich will hier was Schönes einzusammeln. Ah. Wow, hier sind aber wirklich viel. Hier ist ja wirklich viel. Lasst mich in Ruhe. Ich lasse euch in Ruhe. Das ist aber geil. Also das ist wirklich geil. Ach, das ist vielleicht die Insel, wo auch der Uralte drauf ist. Das wäre richtig bombastisch. Die waren da gerade noch nicht da, oder? Ah, wir nehmen sie jetzt mit. Ich bin überzeugter Nicht-Vegetarier. So. Nee, pass auf, wir machen das wirklich so. Wir bleiben hier. Also, wir bleiben in Anführungsstrichen hier. Wir werden uns ein paar schöne Kleinigkeiten bauen. Na, allzu viel Holz haben wir jetzt auch nicht. Das ist nicht so schlimm. Leider haben wir nicht genug dabei, um jetzt eine Schmiede zu bauen, damit wir unsere Sachen reparieren können. Heißt, wir müssten wahrscheinlich einmal nochmal zurückfahren. Aber das ist ja nicht so schlimm. Da lassen wir uns noch nicht aufhalten kommen. Nee, so. Willst du mich verarschen? Ha? Danke. Machen wir es uns mal gleich hier zu untertan. Nein. Also, dich auf jeden Fall und dich. Ne, wir stellen es hier hin. Die Betten würde ich gar nicht gerne reparieren. Das wäre voll smooth, aber das können wir nicht. Leider. Machen wir es mal hier zu Ende wieder. Also wieder. Bauen wir es mal wieder zu Ende. Die deutsche Sprache, schwere Sprache und so. Ist mal wieder komplett. Dass es heil ist. Soll uns ja ein bisschen Schutz geben. Ja, damit lässt sich arbeiten. Dann machen wir die weg.
Und für den Fall der Fälle haben wir kein Holz mehr. Scheiße. Egal. Hey, 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 hey. Ich hab das gerade repariert, du Arsch. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Der Kaffee ist schon wieder leer. Das ist schon wieder Notstand. Das geht eigentlich so nicht. So. Wir bauen uns mal sowas hier. Ich habe letztens im Multiplayer, das seht ihr leider nicht, aber ich kann es euch ja trotzdem erzählen. Er ist so weit übertrieben, dass ich irgendwie drei oder vier von diesen Dingern unter so einem kleinen Feuer hatte. Das war schon echt pervers. Da hätte meiner Meinung nach nicht unbedingt sein müssen, dann in dem Moment. Aber naja, was soll man machen? Man ist halt in der Pflicht, ja irgendwie überleben zu wollen. Und dann gehört sowas einfach dazu. Also ein bisschen leerer wir. Na komm. Ach ja, für die das vielleicht noch gar nicht so mitbekommen haben, gibt ja wieder ein neues kleines Update, wo es irgendwie auch eine neue Rüstung und so gibt. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wenn man... Ich weiß gar nicht, ob man den Team-Spielstand überhaupt noch kriegt oder nicht. Interessant versetzt, aber okay. Ob wir die in diesem überhaupt kriegen, da hättest du den Sumpf an sich ja noch gar nicht entdeckt haben, haben wir vielleicht das Glück, dass da irgendwas passieren könnte. Und sonst, ja. Wenn wir mal schauen, dass wir ihn auf andere Art und Weise noch zu Gesicht bekommen. Oder ich zeige es euch dann im Multiplayer. Weil da haben wir neu angefangen. Also zwei von drei. Der andere ist gerade sehr beschäftigt mit anderen Spielen, was ja auch voll okay ist. Oh nö, komm. Ich lasse euch mal laufen. Dass wir mal schauen, dass ihr das zu Gesicht bekommt. Weil ich bin auch gespannt. Die Patch Notes waren sehr interessant. Vor allem, was drin stand. Ich freue mich schon drauf. Vor allem gibt es eine neue Rüstung, eine neue leichte Rüstung. Weil ich das jetzt auch in den Kommentaren richtig gelesen habe. Und das wird schon geil. Das wird richtig geil. Euch nehme ich mit. Kann man ja nicht genug haben. Echt viele Häuser. Ist der Wahnsinn. Was ist denn hier los? Oh, ich finde das Schneebiom geil. Hat richtig was. Bin gerade jetzt schon am Überlegen. Wir müssten ein paar Tiere fangen gehen und wir müssten eine Palisade aufbauen. Aua, hey. Aua, warum sag ich denn Aua? Was stimmt denn mit mir nicht? Dass wir uns jetzt schon Wölfe zähmen könnten. Sache ist die, wir müssen es halt überleben. Weil die sind, die tun richtig, richtig weh. Ja, ist die andere Sache ist halt die, die haben wir halt nur hier dann, ne? Aber hier ist so ein Riesenbiom, guckt es euch an. Oh,
Oh, so viele Sachen, die man machen könnte. Kann man sich immer gar nicht entscheiden. So viele Möglichkeiten. Wir werden es uns aber merken. Ich will trotzdem erstmal weiter. Weil wir sind ja immer noch auf der Suche nach einem Sumpf. Aber auf jeden Fall gut zu wissen, das Gebiet hier scheint wirklich sehr, sehr groß zu sein. Und sobald ich Wolfsgeheule höre, bin ich sowieso der Erste, der die Beine in die Hand nimmt. So, können wir uns gleich mal ein bisschen Fleisch sammeln. Denn wie wir wissen, Wölfe sind ja Fleischfresser und wir brauchen viel. Achso. Ich hätte jetzt gerade schon Klappe gehört. Ey, dann wäre ich auch wirklich gelaufen. Weil ich glaube, die würden mich jetzt one-hitten noch. Obwohl. Ah, würde schwierig werden, aber wir wollen es ja nicht gleich aus. Wir wollen es nicht ausprobieren. Ein Sterne. Freundchen. Oh, das ist so unfair. Ungerne. Nee, mein Freund. Komm. Du bist ein Sterneschwein. Eigentlich müsste ich dich am Leben lassen, dich mit in meine neue Base da nehmen und dich züchten. Das mache ich. Gut, wir wissen jetzt, was wir machen. Ungelogen, in den 200 Stunden, die ich in diesem Spiel habe. Jetzt das erste Wildschwein, was ich sehe, was ein Sterne-Wildschwein ist. Sonst sind es immer nur 0 Sterne gewesen. Heißt, das werden wir jetzt ausnutzen. Wir werden die andere Base, die wir jetzt da haben, ein klein wenig ausbauen. Und da eine Schweinezucht machen. Können wir gut gebrauchen. Ich weiß, wir haben in unserer Standard-Base eine. Aber dann haben wir hier auch eine. Nutzen wir das einfach. Ein Sterne-Schwein. Boah, ist das geil. Das ist ja natürlich richtig geil. Das ist schon eine Insel. Das ist wirklich eine schöne Insel. Und auch wenn hier das Stibium ist, hier unten können wir ja trotzdem eine Schmiede in Anführungsstrichen erbauen, sodass wir wenigstens das, wenn wir dann soweit sind, das Silber verarbeiten können. Und vielleicht auch das Eisen, wer weiß. Vielleicht haben wir das Glück und wir haben auch noch einen Dunkelwald hier dran. Das wäre natürlich optimal. Hallo. Und dann wissen wir ja auch, wir müssen alle Schweine, die nicht ein Stern sind, danach liquidieren. Ich habe gerade so eine Handbewegung gemacht, aber das seht ihr ja. Seht ihr ja gar nicht. Boah, die ist auch so riesig. Wir machen das hier. Wir machen es tatsächlich einfach hier. Es bietet sich richtig an, wir machen es wirklich hier. Es wird zwar gleich Nacht, aber das ist nicht schlimm. Ich hole mal kurz wenigstens bei der Werkbank und so und packe sie hier vorne hin. Das hier bietet sich gut an. Ich glaube, da machen wir das Gehege. Müssen wir das eine Schwein dann gleich erstmal dahin locken? Das wird nicht so einfach. In der Hoffnung, dass es auch wirklich mitkommt. Eigentlich alles nicht schlecht. Dich nehmen wir trotzdem mit. Hier sind echt viele Gebäude. Das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt.
Sag mal, welche Biene hat dich denn gestochen? Bin ich mal ansatzweise in deinem Gebiet gewesen und trotzdem bist du... Komm her! Was? Ja. Ich mach jetzt anders. Pass mal auf. Zack. Ey, es ist doch nur ein Wildschwein. Das ist doch kein Gegner. Komm her! Der ist in der Nähe. Ein kleines Wildschwein in der Gegend. Na gut, wir legen uns mal hier kurz hin. Und dann... Ja. Schauen wir mal, dass wir danach drüben die Base mal ein bisschen ausbauen. Die wunderschön random vorgefertigte. Wie viel Holz haben wir denn dabei? Boah, das ist ja richtig viel. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gleich überarbeiten. Das ist ja auch nichts. Ich glaube, ich müsste mir einfach noch eine primitive Axt bauen. Verdammt. Egal. Davon lassen wir uns nicht aufhalten. Feuerstein sollten wir eigentlich noch hier finden. Schön, dass ich wieder die halbe Vegetation mitnehme. So, Fuß abgebaut. Warte mal, habe ich hinten noch Feuerstein weggepackt? Ich weiß das gar nicht. Hab ich? Ja, hab ich sogar tatsächlich. Was? Ich bin voll, verdammt. So. Und, dich nehmen wir noch mit. Dafür lassen wir dich aber hier und dich nehmen wir noch mit. So. Adieu. So. Ist auf jeden Fall geil. Kann man sich nicht beschweren. In allen Bereichen nicht. Das ist voll geil hier. Pfeile, alles. Oh, da warte. Wo wollen wir denn bauen? Also soll das hier unsere erste Hütte werden? Oder lieber die? Ich glaube, die bietet sich gerade mehr an, ne? Ja, die bietet sich viel mehr an. Doch, doch. Das ist ein Sterneschwein. Das hört einen ja schon an, hier mal ordentlich Gas zu geben. Ordentlich aufzubauen. Voll geil. Wie schon gesagt, in den 200 Stunden, ich weiß nicht, wiederhole mich gerade, aber in den 200 Stunden nicht einmal ein Stern oder zwei Sterne. Wölfe, Trolle, alles schon gehabt, aber ein Sterne Schwein. Ne. Kein Stück. So. Euch mache ich auch mal weg. Zack.
Zack. Dann können wir uns ja hier einfach mal ein bisschen Häuser einrichten in Form von ein paar wunderschöne Gisteln. Nimm mal alles. Baue das Ding mal ab. So. Ach komm, das gab jetzt wirklich nicht genug. Das ist eine Schweinerei. Dich packen wir mal weg. Dich. Ja, komm. Dich packen wir noch weg. Ist ja genauso widerlich. Egal. Wir brauchen die ja nur zum Holzhaken. Ist die Frage, wo bauen wir es hin? Wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Und ein Schweinchen hätten wir auch gleich. Ich glaube, ich werde es hier hinbauen, denn hier haben wir das direkt zum Meer hin. Dann brauchen wir schon. Geil. Warte mal. Wir brauchen aber erstmal genug Holz, um noch eine Werkbank zu bauen. Ist das nicht gut, dass wir gerade noch unsere Spitzhacke. Reden ist heute nicht meine Stärke. Dass wir uns noch eine Axt gemacht haben. Was? Nee. Ist nicht. Digga, ist nicht. So gar nicht. Nee. Das war jetzt so nicht geplant. Was? Wir haben den anderen Baum nicht mitgenommen. Das ist ja Weltwunder. Nein, du nimmst den anderen Baum nicht mit. Danke. So. Doch, wir sollten, also... Wir können es auch hier hinbauen. Wäre ein bisschen schmaler, in Anführungsstrichen, aber wäre auch okay. Da haben wir das alles ein bisschen mehr in Sicht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, komm, machen wir das einfach mal. Was haben wir zu verlieren? Boah, dieses Einsterne-Schwein, ey, das hole ich mir gleich. Das ist die... Ey, ich finde das gerade so göttlich einfach, dass dieses Einsterne-Schwein da war. Ja, die Ratte freut sich über ein Einsterne-Schwein. Lasset mich. Es kommt nicht so oft vor.
Warte mal. Wenn ich da jetzt. Das müsste ja immer so zwei lang sein, eigentlich. Oder? So ein Ding immer so lang? Oh, tatsächlich, ja. Nee, machen wir einfach wie immer erstmal ein ganz normales Häuschen. Türchen, weil wir haben ja keine Bronzenägel dabei, sonst würde ich tatsächlich anderen bevorzugen. Nein, das war jetzt so nicht geplant. So. Jetzt habe ich mal Bock, so ein kleines Hütchen zu bauen, so wie wir das immer gesehen haben. Geil. Jetzt nicht so zu regnen. Ah. Weiß man nicht, also klar, das wird jetzt nicht detailgetreu, so wie ich das immer finde, aber besser als nichts. Kann man sich das auch nicht beschweren. Sieht doch ganz okay aus. Unser Hütchen mal hier. Pass mal auf, dann machen wir das. Machen wir so. Halt. Zack. Nein, so. Ausgenommen, dass wir hier ein Feuerchen brauchen. Aber natürlich nicht genug Materialien haben. Ist das so? Ich bin mir tatsächlich gerade echt unsicher, ob das so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Wir holen uns noch mal ein bisschen Stein. Hallo Schweinchen. Hallo Schweinchen, komm mal mit. Komm mal hier rein. Hallo? Hierher bitte. Was stimmt denn mit dem nicht? Hallo? Hier, komm. Wo ist denn das jetzt hin? Was? So. Da. Komm. Mich gerade ein bisschen verändert. Hallo. Komm.
Nee, jetzt brauchst du dich nicht einen auftun. Ich sehe dich nicht mehr machen. Hier, komm mit. Ja, oh, braves Schweinchen. Bitteschön. Nein, wie geht denn das? Das ist eine Arbeit. Macht es einen schwerer, als es sein muss. Wir müssen nur darauf achten, wenn wir das einen Sterneschwein holen. Das kann uns das ganze Ding kaputt machen. Da hatte ich nämlich keinen Bock drauf. Damit er schön weiter getämt wird. Und wenig unnötig aufhören. Das ist kein nicht dein Ernst. Es kann nicht dein Ernst sein. Erstmal gut an wehrlosen kleinen Echsen rauslassen. Ja, nice, aber das ist doch schon mal ganz gut. So lässt es sich doch leben. Perfekt.